Moin Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal G54 auf YouTube. So, also, ich hatte jetzt vorgehabt, ein paar Blickrunden Fortnite Battle Royale. Vielleicht wird es auch nur eine. Kommt drauf an, wie lange die erste Runde dauert. Lol. Als allererstes, wo bin ich gelandet? Ich bin hier gelandet, zwischen Corny Crops und Dirty Docks bei dieser Absturzstelle. Und zwar habt ihr sicherlich schon von der mythischen Aug, beziehungsweise von dem mythischen Salvensturmgewehr gehört. Und dieses wird ja quasi von Dr. Sloan gerade bewacht, sag ich mal. Also die Dr. Sloan hat ja jetzt als mythische Waffe dieses Salvensturmgewehr, die Aug. Und aktuell befinden die sich an einer sehr nicen Position, muss ich sagen, wo es wirklich relativ einfach ist, dieses Teil zu bekommen. Und wir haben hier direkt den neuen Schockwellenwerfer, der hat die Abstimmung gewonnen, finde ich sehr nice. Nur ein 4er Magazin. Aber okay, vor allem man kann sich damit durch diese neuen Metallwände auch einfach so durchkatapultieren. Und da unten ist er auch schon. So. Also natürlich muss man sich erstmal natürlich auch voll machen mit dem Schild, weil es kann trotzdem sein, dass die einen so dermaßen trotzdem noch weglasert. Hättet ihr wahrscheinlich gleich mitbekommen. So, die teilt sich ja immer noch. Eine Fake Sloan haben wir schon mal eliminiert. Wenn es noch ein Biggie, den sehen wir uns dann gleich noch. So, am besten ist immer erstmal einen zu fokussieren. So, da kommen wir jetzt leider nicht ran. Und ein Gegner kommt. Oder auch nicht. Oh, die ist direkt hier. Die hat sich halt nochmal verteilt. Bisschen doof. Ja, ich hab's noch. So. Mal hier nochmal heilen. Die IO-Agenten, die kommen jetzt nämlich auch. Die sind zum Glück nicht so gefährlich wie die Dr. Sloan. Aber die können auch treffen. Sag ich mal so. Mythische Aug holen wir uns gleich. Ich muss mich erstmal hier heilen. Also dank dem Geschütz ist das aktuell sehr einfach. Tatsächlich. Also im Vergleich, wenn man zum Beispiel kein Geschütz hat, man kann mit dem echt schön Schaden zufügen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der andere Typ jetzt hin ist, aber gut. Ist er weg? Da ist sogar noch einer. Ja, egal. Juckt mich jetzt eher weniger. Hier oben haben wir noch eine Chest. Jo, ich finde das eigentlich ganz nice. Was ihr eben wissen müsst, die Dr. Sloan mit dem mythischen Salvensturmgewehr wechseln. Oh, hier haben wir noch ein episches. Von Woche zu Woche haben die quasi eine andere Position. Das heißt, warum ich hier kurz ein, bevor ich jetzt hier rede und hier gleich weggelassen werde. Und zwar ganz am Anfang der Season waren sie dort. Also war die Dr. Sloan da. Letzte Woche waren sie bei der Brücke. Und eben mit dem Update, also in dieser Woche, sind sie aktuell da beim Geschütz. Vielleicht ist das Ganze, wie gesagt, relativ vereinfacht, diese so mythische Waffe zu bekommen. Könnt ihr ja gerne auch mal selber ausprobieren. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Wo die IO-Agenten dann wirklich hinwollen, ist jetzt natürlich die
Gute Frage. Die könnten jetzt hier lang, die könnten da lang, Richtung Lazy Lake oder Richtung Vitello. Was aber sicher ist, in diesem Umkreis, zumindest erstmal hier, wo sie erstmal ein paar Wochen wahrscheinlich sein werden. Einfach irgendwo im Nirgendwo. Da wird erstmal kein Geschütz sein. Also, ja. Empfehle ich euch, das gleich mal auszuprobieren. Solange die eben jetzt noch da in der Nähe von dem Geschützturm sind. Und wenn ihr neu seid, würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr einmal auf den Abo-Button klicken würdet. Ja, ich habe demnächst die Statistik angesehen von meinem YouTube-Kanal und ich habe gesehen, dass über 90% noch nicht abonniert haben. Dadurch könnt ihr mich selbstverständlich unterstützen. Und ich bin über jeden Abonnent dankbar. Und ab und zu mal gibt es auch einige Fortnite-Gewinnspiele, wo ich zum Beispiel einen Skin verlos. Um dies nicht zu verpassen, könnt ihr gerne auch die Glocke aktivieren. Und ja, müssen wir erstmal in die Zone. Gut, nehmen wir erstmal das Teil hier. Auch hoch. Bitte nicht auf dem Baum. Bitte nicht auf dem Baum. Railgun haben wir hier sogar auch jetzt durch diese Bots bekommen. Für meine paar HP. Jo, ich finde es nice, dass der Schockwellenwerfer wieder da ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächste Waffe jetzt gewotet wird. Also zwischen welchen zwei Waffen jetzt aktuell am Laufen ist. Das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir den ja in legendär sehen. Wir hatten den ja als Kit. Ist der NPC, glaube ich, hier bei Catty Corner eben war mit diesem mythischen Schockwellenwerfer. Der sich ja eigentlich nicht so wirklich unterscheidet zwischen denen, den wir jetzt haben. So, da haben wir einen Gegner gehabt. Da ist auch noch einer. Oh mein Gott. Ah, wobei. Doch, hier ist ein Schuss mehr drin. Oh mein Gott, Digga. Verdammt. Nächsten Tag. Ich habe mich jetzt für Pleasant Park entschieden. Eigentlich würde ich erst nochmal bei der mythischen Auge landen. Allerdings habe ich mich jetzt kurzfristig entschieden, da eben nicht zu landen. Weil ich schon vom Battle Bus aus gesehen habe, dass da relativ viele raus sind. Und ich mag es am Anfang eher mehr ruhig, wenn ich erstmal in Ruhe looten kann und dann so die einzelnen Gegner mir dann holen kann. Weil wenn dann alle auf einmal dann direkt am Anfang kommen, man hat nicht mal eine Waffe, das ist dann auch doof. So, erstmal fackeln wir hier alles ab auf Brandstifter-Basis hier. Gucken, da ist auch noch so ein Teil. Das ist so ein Benzinkanister, der da irgendwie gar nichts gerade abbrennt. Machen wir das so. Oh, er hat Schild. Ich hab Leck. Nee, ich komm da nicht raus, Alter. So, zack. Hammer. Übrigens, apropos Würfel. Genau, ich habe letztens, wo der... Ich weiß, die Aufnahme kommt jetzt ein bisschen spät. Das werde ich euch jetzt gerade einmal einblenden. Da habe ich quasi ein aufgenommen, wie sich der goldene... Oder auch wie ich ihn nenne, einfach Goldi. Sich bei Steamy Sticks bei dem Würfel aktiviert hat. Alter. Ja, habe ich einfach mal aufgenommen. Einfach so. Wollte ich euch mal zeigen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Sieht sehr interessant aus.
Zweiter Tag. So, haben wir einfach direkt hier die Scar bekommen. Und eine Angel. Ah, da ist schon... Ah, nee, wobei, das sind die Dinos. Oha, die werden von... Dr. Sloan wird von den Dinos angegriffen, Alter. Überfordern wir sie ja erstmal, ne? Wo noch ran? Ganz ruhig. Oh mein Gott. Der ist, glaube ich, nicht ruhig. Nein, ich komme da nicht mehr ran. Ist. Also ich sag doch manchmal. Ich verdammt böse. Dumm kommt. Gehst du erstmal down. Wir haben das Geschütz zerstört, ernsthaft? Ja. Hammer. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Erstens das Teil nehmen wir mit. Das will ich auch mitnehmen. Aber wir können jetzt nicht alles mitnehmen. Deswegen muss die Scar leider liegen bleiben, sobald wir eine Schrotflinte finden. Einfach rausgeflogen. Oh, hier ist noch Packs, lecker. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Dinos mir nicht so nerven. Ganz ruhig, ich suche nur eine Pumpgun. Aber ich finde keine. Bin so tot, wenn irgendein Gegner kommt auf Nahkampf. Lass mich in Ruhe. Die haben gerade einfach die Tankstelle angegriffen, Alter. So, das gesehen. I.O. Test. The Pumpgun. So, irgendwo noch die Venom-Teile. Da ist noch dieser. Der rote. 580 Meter. Ja, und die Zone kommt ja auch, also von daher. Leider nicht. Man merkt auch tatsächlich, dass so langsam auch bei den Fortnite-Spielern so langsam auch die Interesse von diesen mythischen Venom-Items irgendwie verschwindet.
Nein. Haben wir den auch nochmal gefunden, den Schockwellenwerfer. Weiß noch nicht, was wir jetzt mitnehmen. Schockwellenwerfer oder den Spähscanner. Theoretisch ist ja der Schockwellenwerfer. Eben besser, weil wir den. Ach. Weiß es nicht, Leute. Ich lasse ihn jetzt leider einmal liegen. Weil ich den Spielscanner habe. Aber ich mache den hier. Das Gegner erstmal. Raketen suchen müssen, um den zu benutzen. In der Tat. Einfach weil ich jetzt den Spähscanner und die Railgun habe. Und diese Kombination ist, wie wir ja auch schon aus den vorherigen Season gesehen haben, sehr tödlich, diese Kombination. Zumindest für die Gegner. Ey, lass mich in Ruhe, du Wildsau, Alter. Eigentlich bei diesen Wildschweinen ist so, wenn ihr die einmal angeschossen habt, dann greifen sie euch eigentlich nicht noch einmal an. Dann haben sie Respekt bekommen. Sind wir halt jetzt nur bei den Wölfen, die mir jetzt wieder nerven. Da hat man auch gerade wieder gehört, Deutsch ist eine schwierige Sprache. Aber noch keinen Gegner gesehen, ne? Es waren schon fast alles von Wildtieren schon da. Mit drin. In der Runde. Alter, die werden aber auch nett. Und da ist ein Gegner. Wollen wir die von der Spur abbringen lassen? Leak! Schade, der Wegstoßeffekt ist nicht mehr so hoch, wie er mal war. Och nee, oder? Willst mich jetzt nicht nochmal nerven, oder? Oh, da sind noch Pilze. Aber wenn ich da jetzt hingehe, wird er wahrscheinlich auf mich aufmerksam, weil ich glaube, er ist eher dem Auto hinterher gerannt. Als mir. Genau, ich glaube nicht, dass er mich jetzt nochmal sieht, aber wenn ich jetzt die Pilze geholt hätte. Ja, der mir bestimmt wieder hinterher gerannt. So. Und Hühnchen haben wir auch. Perfekt, komm mal her. Mit ihnen auch Seilrutsche? Ach, schade, okay. Dann flieg nicht. Also, ey, komm, ich werde wahrscheinlich eh gleich sterben. Nein, das Venom Teil. Komm, zieh mich ran. Oh, der hat nicht getroffen. Der hätte einiges daneben jetzt gemacht. Alter. Alter. Das ist jetzt auch wieder sehr knapp geworden. Muss ich leider die exotischen Teile jetzt hier verbrauchen. Oh
nein. Gerade nichts mehr gecheckt. In der Tat. Ah. Hat man jetzt noch Heal gehabt? Nichts mehr. Nichts mehr zum Heilen. Da war noch ein Vogel. Achso, warte mal, warte mal. Kommt nämlich in meine Richtung. Den kümmern wir uns erstmal hier um den. Lecker. Aber der hat sich natürlich wieder geheilt. Aber der hat Minis getrunken. Deswegen weiß ich. Was er auch nur mindestens 150 Leben hat. Okay, schade.